Ja, moin alle zusammen, herzlich willkommen bei Whisky Gold. Ich habe Post bekommen aus Irland, Dublin, von der Teeling Distillery. Und zwar von dem Chris. Chris, vielen Dank für das Paket. Ich mache das Video jetzt natürlich in Deutsch. Ich hoffe, du verstehst ein bisschen. Auf jeden Fall Grüße an dich, an Irland. Und vielen Dank für das Ganze. Das ist ein ganz schöner Oschi geworden. Großes Teil. Und da ist auch so einiges drinne. Hauptsächlich geht es aber um die neue Abfüllung von Teeling. Und zwar die Wonders of Wood Serie. Das ist die dritte Ausführung jetzt auf dem Markt. Jetzt am 4.9.24 auf den Markt gekommen. So, ich werde den erstmal einschenken. Wo sind das hier? 3 CL? 4 CL Minis? So, Wonders of Wood drinne. Dann hat er mir beigelegt ein Teeling Flachmann. Hier ist noch ein Teeling Single Pot Still. Noch einmal und nochmal ein Mini von dem Wonders of Wood. Genau, dann hier noch ein kleines Beiblatt. Das brauche ich euch jetzt nicht alles vorlesen. Schöne dekorative Kiste. Naja, und hier so ein bisschen die Infos, Tasting Notes und so weiter. Alles auf Englisch. Ach ja, und ein Mützchen von Teeling. Die lasse ich jetzt mal auf. Steht ein bisschen klein, steht mir glaube ich auch nicht wirklich, aber was soll's. So, ja. Seit 2 Wochen auf dem Markt, auch in Deutschland verfügbar. Dritte Ausführung. Das Besondere bei dieser dritten Ausführung ist Virgin Swedish Oak. Ja, also schwedische Eiche. Die Fässer werden tatsächlich auch von einem schwedischen Küffer hergestellt. Ja, und der Unterschied ist zu schwedischer Eiche, zu europäischer, amerikanischer Eiche, sie ist halt deutlich seltener, dichter und robuster als unsere Eiche hier oder die amerikanische Eiche. Ja, es gab schon 2 Vorgängerausführungen. Ich habe jetzt vergessen, was das jetzt genau war für eine besondere Fassreifung. Aber könnt ihr ja selber nachrecherchieren. Circa 80 Euro. Es wird kein Alter angegeben. Norwich Statement Whisky ist nicht kältefiltriert. Er ist nicht gefärbt. Es ist wie in Irland oftmals typisch. Ein Single Pot Still Whisky mit 50 Volumenprozenten. Und er soll limitiert sein. Auf wie viel? Weiß ich nicht. Das Einzige, was ich weiß, dass der Fokus, wie gesagt, bei dieser Serie auf unterschiedliche Eichenholzsorten liegt. Für diesen Whisky wird verwendet gemälzte und ungemälzte Gerste im Verhältnis zu 50-50 und er ist, wie das auch so oft üblich in Irland, dreifach destilliert. So sieht's aus. Ich denke, ich habe nichts vergessen. Was ist das für ein Brief hier? Keine Ahnung. So. So ein kleiner bräunlicher, ein bisschen ins Mahagoni, ja, Nuss, Walnuss gehender Ton, Walnuss. Ja, wäre mal interessant zu wissen, wie viele Jahre er in diesem schwedischen Fass verbracht hat, ne? Wenn das so einen großen Einfluss macht auf das Destillat. Hab noch nie Whisky getrunken, die in schwedischer Eiche drin lag. Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Also für mich auch hier Premiere. Ja, und Teeling hat ja ganz solide Sachen, ne? Schon ein bisschen was probiert. Es gibt welche, die sind absolut langweilig, muss man nicht haben, aber einige sind auch wirklich delikat. Also er liegt auch über die Jahre komplett in diesem schwedischen Eichenholzfass. Ja, da passiert nichts weiter. Kräftig in der Nase, aromatisch,
Wüsste ich es nichts, könnte ich dem zu keinem Holz oder sonst was zuordnen. Ich würde hier jetzt auf irgendwas mit Bourbon und Finish tippen. Weil er doch irgendwo so ein bisschen was Eigenständiges hat. Aber um das herauszufinden, wenn man es nie probiert hat, ne? Aber wenn das so schwedische Eiche ist, dann hat er auf jeden Fall, ist es ein bisschen anders wie Bourbon, Sherry oder Port oder Madeira gereifte Whiskys oder wie auch immer. Hat so einen kleinen Touch irgendwie, weil er so eine Süße, so eine karamellige, subtile, vanillige Süße. Holz auch so ein bisschen, ja, erinnert ganz zart ein bisschen an amerikanischen Bourbon. Ich will ihm jetzt nicht diese Klebstoffnote hier unterstellen, das nicht. Aber dieses karamellige, so Mandel-Muskat-ähnliche. Kräuter. Alkohol passt, beißt nichts. Er wirkt jetzt auch nicht jung auf mich. Nicht irgendwie sonderlich unruhig oder sonst was. Floral, Zitrus. Zitrus kommt auch durch. Ja, und viel Karamellmandel. Süß. Mit ordentlich Herbals, Kräutern. Ich probiere. Auf euch, Chris, auf dich. Dankeschön. Horizont wird erweitert. Jetzt kräftiger Antritt. Ja, jetzt schieben die 50 noch. Schärfe, Ingwer, Kräuter, Holz kommt voll durch. Langer, wärmender Abgang. Ganz schön trocken werdend. Pfeffrig. Holzig. Ist der am Wärmen. Viel, 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 viel Holz. Auch eine ordentliche Süße. Dieses Muskat, Mandel, Nuss ähnliche. Ganz klar im Vordergrund. Entschuldigung. Ich muss mal die Nase ein bisschen frei machen. Ja. Und jetzt kommt so eine Prise Minze durch. Nase gefällt mir jetzt besser als der Gaumen. War mir ein bisschen zu räudig, zu wild, zu. Da fehlt mir irgendwie so irgendwas, woran ich mich festhalten kann, wo ich sage, ach, das. Ist jetzt geil. Ist ja nicht schlimm. Das ist ja. Aber man hat sich etwas auf etwas ganz Besonderes jetzt gefreut, weil die Nase doch schon was Spezielles ist. Muss ich tatsächlich so sagen. Diese Ingwer-Kräuternote noch mehr zur Geltung. Muskat. Ein bisschen Schokolade. Ein bisschen herb. Herbtrocken. Und scharf. Ja. Nicht alkoholisch scharf, würde ich jetzt nicht so sagen. Wenn, dann ist es gut überdeckt mit den Aromen. Also das passt schon. Aber diese Kräuter.
Mir liegt es auf der Zunge, was ich hier so habe, aber ich komme jetzt nicht so richtig drauf. Hat so ein bisschen was von so einem Erkältungstee. Das mag ich ja nicht so gern, ne? Diese intensive Kräuternote ist mir jetzt auf der Zunge zu doll. Boah, muss man mögen. Und Holzeinfluss, und das wird sicher dem geschuldet sein alles, wenn er die volle Zeit da drin liegt, ist schon extrem. Eiche ist auf jeden Fall sehr spürbar, also das Holz prägt ihn. Ich würde einfach mal so in den Raum geben, insgesamt gelungen, weil anders. Hat Wiedererkennungswert, Alleinstellungsmerkmal, aber trifft nicht so ganz meinen Geschmack, muss ich sagen. Das ist mir zu viel hier Krankheit und Erkältungstee, Thymian, Kräuter, weiß ich was da alles, Salbeitee oder irgendwas. Viel Holz. Trockenheit, Bitterkeit auch so ein bisschen. Ist jetzt einfach nicht ganz so mein Geschmack. Nase cool, mag ich gerne. Zunge, eher für mich eher durchschnittlich. Aber ansonsten, wie gesagt, würde ich sagen, feines Teil, kann man mal machen. Ne? Das ist zum Probieren wunderbar. Mir reicht so ein Sample. Chris, vielen Dank. Wieder ein Puzzle zusammengesteckt da im Kopf. Was ganz Neues mal für mich. Und ja, wenn euch das interessiert, holt euch mal ein Sample, probiert den mal. Wer auf diese Geschmacksnuancen steht, muss da einfach vielleicht mal zugreifen und den mal einfach probieren. Guti, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.